20. 3 Tage fliegen wir, also das ist wirklich der letzte Drücker. Und haben jetzt ein riesiges Glück, dürfen wir sie heute holen. Soweit. Wir haben jetzt gerade unsere neue Drohne noch schnell zuhause aufgeladen, alle Akkus geladen und noch das neueste Firmware-Update drauf da. Und ja, jetzt geht es dann gerade an den ersten Testflug. Und ja, wir hoffen wirklich, dass sie fliegt, weil noch alleine ist irgendwie Drohne zurückbringen und so, das liegt jetzt definitiv nicht mehr drin. Also ich hoffe, es klappt einfach alles und ja, vor allem auch, dass wenn sie fliegt, dass sie auch heil wieder oben runterkommt. Oh, 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 oh
kleines Feedback, nachdem ich jetzt doch mal kurz Zeit hatte, um die ersten Aufnahmen reinzuschauen. Es soll jetzt kein, weiss nicht, wie teures Review sein. Für das hat jetzt Zeit gar nicht gelangt. Und ja, wir sind wirklich erst einmal fliegen. Aber abgesehen von dem, habe ich wirklich gar nicht auszusetzen. Sie fliegt, sie ist sehr einfach im Handling. Die Größe ist natürlich unschlagbar, dass sie einfach so in ein kleines Case da reinnehmen kannst, dass du irgendwie noch einen speziellen Rucksack oder so dafür brauchst. Dann auch die Akkulaufzeit. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau angeschaut, wie lange das sie gehabt hat. Wir haben einfach noch einen Ersatzakku und wir sind jetzt sicher gefühlt eine Stunde lang rumgeflogen. Ja, sicher noch mit zwischendrin wieder mal landen und noch jemand anders laufen und so. Aber ja, grundsätzlich denke ich, das reicht völlig, um wirklich die Shots zu bekommen, die wir jetzt brauchen. Oder mit der Zeit wird man natürlich auch geübter und weiss ein bisschen, welche Shots das nach etwas aussehen und was das man gar nicht erst probieren muss. Ja, von dem her kann ich wirklich gar nicht aussetzen, sondern bei ihr, nein, ich bin wirklich begeistert von dem Teil. Und ja, ich freue mich jetzt schon, dass das dann auch ja, regelmässig dann zu brauchen auf der Reise. Wie gesagt, wir sind vor allem einmal froh, dass sie fliegt und dass wir sie jetzt mit einem guten Gefühl mitnehmen können auf die Reise. Alles andere müssen wir dann schauen, wie das kommt. Und ja, ich meine, ihr habt jetzt die Videos ja gesehen. Könnt ihr einen Kommentar schreiben, ob es euch gefallen hat. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich habe natürlich auch super gutes Licht gerade verwünscht, so mit dem Sonnenuntergang. Da wird sogar das Kernkraftwerk plötzlich normaler ist. Ja, eben wie gesagt. Wäre froh um ein Feedback. Gefällt euch das Teil? Wäre es etwas für euch? Wollt ihr gerne noch mehr darüber erfahren? Wenn ja, werde ich sicher in ein paar Wochen, wenn ich es etwas mehr gebraucht habe, noch mal ein ausführliches Review machen und ein bisschen zeigen, was man alles damit machen kann. Und ja, ich glaube, in der Zwischenzeit lassen wir das mal so. Wir müssen jetzt noch schauen, dass wir noch fertig können packen, dass ich das Video noch abschliessen kann, dass das noch online geht, bevor wir gehen. Und ja, mal schauen, ich weiss es gar nicht. Nein, es ist noch nicht das letzte Video, bevor wir gehen. Es gibt noch ein kleines Video von der Melli, wie sie ihren Rucksack packt. Weil das war auch noch ein Wunsch von ein paar. Die hat es fast mehr Wunder genommen. Ja. Wie das Bier geht mit dem Packen. Das wird dann noch ein kleines Video geben. Aber ja, sonst müssen wir jetzt schauen, dass wir fertig werden. Und dann sehen wir uns dann, in dem Fall im nächsten Video. Bis dann, ciao!